Dropshipping, dieses neue heiße Thema, womit jeder in den USA auf einmal Geld macht im Internet. Ist das Verarsche? Oder macht man damit wirklich mehr als 20.000 im Monat schon im ersten Monat? Lass es mich dir zeigen. Wenn du neu bist auf dem Kanal, herzlich willkommen. Ich zeige dir, wie du deine Leidenschaft findest, wie du dein Leben nach deinen eigenen Regeln gestaltest und damit finanziell frei wirst. Also, abonniere den Kanal und klicke auf die kleine Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn es ein neues Video gibt, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Und heute soll es um die lukrativsten, beziehungsweise um das lukrativste und vielleicht sogar einfachste Geschäftsmodell gehen, was es zurzeit gibt. Alle paar Jahre kommt, oder sogar alle paar Monate schon fast, kommt wieder ein neues Geschäftsmodell. Letztes Jahr zum Beispiel war Amazon FBA ziemlich heiß, davor war eben PPC und Infoprodukte zu kombinieren ziemlich heiß. Zwischendrin gab es auch mal Supplements, was ziemlich heiß war und auch immer noch heiß ist. Und inzwischen, ganz besonders dieses Jahr schwappt es auch nach Deutschland, ist Dropshipping ziemlich heiß. Und ich bin jemand, der nicht dafür ist, einem Trend nach dem anderen zu folgen. Zum Beispiel haben wir das Thema FBA gar nicht so aktiv mitgenommen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, haben auch gelernt, wie es funktioniert, aber wir haben es selbst nicht aktiv gemacht, weil wir einfach, wir haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, also haben wir unsere Sachen weitergemacht, statt auch noch FBA zu machen. Beim Dropshipping aber ist es so, dass wir es nicht geschafft haben, es nicht zu machen. Ich habe inzwischen mehrere Mitarbeiter hier in Düsseldorf bei mir sitzen, die genau das machen. Dropshipping. Aber was ist Dropshipping? Erst einmal als kleiner Beweis für jeden da draußen, der zweifelt, der nicht sicher ist, ob ich schon mal Dropshipping gemacht habe. Hier ein paar Screenshots. Du siehst, wir haben in einem Monat über 20.000 Euro gemacht. Das war genau genommen der erste Monat, den wir hatten. Und wir haben natürlich seitdem noch mehrere Shops auch aufgebaut. Aber wir haben im ersten Monat mit einem der Shops, die wir aufgebaut haben, schon über 20.000 Euro gemacht. Wir haben Shops von 0 auf über 1.000 Euro in einem Tag skaliert, innerhalb weniger Tage. Und haben eben damit dann es geschafft, profitabel zu werden. Und das nicht nur einmal, sondern in mehreren Shops. Und warum ist das so? Warum ist das so einfach? Erst einmal vorneweg, ganz so einfach ist es doch nicht, sondern es ist schon auch noch eine Herausforderung und es geht nicht von heute auf morgen, sondern du musst es wochenlang machen und du wirst dabei Geld für Werbeanzeigen ausgeben, bis du etwas gefunden hast, was funktioniert. Das heißt, du brauchst definitiv schon einmal ein Budget, um zu starten. Bei FBA ist es zum Beispiel so, dass du oft ein Budget von 10.000 bis 20.000 Euro brauchst, um zu starten. Bei Dropshipping ist es eher so, dass du ein Budget von, ich sage mal, 500 bis 1.000 Euro brauchst, um zu starten. Wir haben dir übrigens auch 187 Produkte aufgelistet, mit denen du Dropshipping starten kannst. Den Link findest du hier unter diesem Video. Und ich möchte dir auch erklären, warum Dropshipping so interessant ist. Dropshipping ist so interessant, weil du ein Produkt aus China kaufst, aber du musst es nicht zwischenlagern und du kaufst es nicht von deinem eigenen Geld, sondern du stellst einen Shop im Internet online, hast einen E-Commerce dann also. Das ist relativ einfach, das geht über beispielsweise WordPress, Shopify, also du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch über Landingpages mit ClickFunnels machen, also es gibt mehrere Wege. Und dann hast du Werbeanzeigen, in denen du den Traffic, mit denen du den Traffic auf deinen Shop lenkst, und in deinem Shop kauft jemand das Produkt, beispielsweise eine Lampe, eine Jacke oder auch irgendetwas anderes, simples, physisches. Und er kauft das dann für zum Beispiel 20 Euro bei dir im Shop und dann in dem Moment, wo er dir das Geld überwiesen hat, erst dann kaufst du das in China. Automatisiert kannst du das auch einrichten und dann fliegt das von China zu deinem Kunden, ohne dass du es jemals anfassen musst. Und du kaufst es in China für 2 Euro, während du es in Deutschland verkaufst für 20 Euro. Dann hast du natürlich noch die Werbeanzeigen, die du als Kosten abrechnen musst. Du hast natürlich auch noch den Versand. Also da kommen schon noch ein paar Kosten drauf. Aber so hast du vielleicht gerade 10 Euro ausgegeben, um diese Jacke zum Kunden zu bringen. Und du hast 10 Euro selber Marge. Und das ist das Geschäftsmodell. Und wenn du das einmal machst, hast du 10 Euro. Aber wenn du das 10-mal machst, hast du 100 Euro. Und wir zeigen eben auch in diesem, wir haben einen kleinen Gratis-E-Mail-Kurs gemacht. Wenn du diese 187 Dropshipping-Produkte, die profitabel sind, runterlädst, bekommst du danach von uns auch in den nächsten Tagen E-Mails. Und wir zeigen dir da auch, wie du zum Beispiel Produkte finden kannst und wie du es schaffst, eben auch mit diesen Produkten profitabel zu werden. Was sind die Herausforderungen? Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also, es ist nicht so, dass du einfach diesen Shop aufstellst, ein paar Werbeanzeigen machst und alles klappt, sondern du musst schon auch noch wissen, was du machst. Eine Voraussetzung ist, dass du viele Produkte testest. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ja, ich verkaufe jetzt Jacken und dann funktioniert das. So geht das nicht, sondern du machst dir eben verschiedene Produkte in deinen Shop, schaltest dann verschiedene Werbeanzeigen unter verschiedenen Zielgruppen für diese Produkte und von diesen 10 Werbeanzeigen beispielsweise, die du schaltest, ja, für beispielsweise 2,50 am Tag, da funktionieren 9 Stück nicht, aber die 10. die funktioniert. Und die ist dann die goldene und da packst du mehr Geld rein, die duplizierst du, sodass du noch mehr Werbeanzeigen hast, die auf dieses Produkt eben auch spielen. Und dann hast du ein Produkt, ja, ein heißes Produkt, was dir sehr viel Umsatz generiert
Und dann hast du zum Beispiel auch Upsells. Also du hast auf der Danke-Seite das nächste Angebot, wenn jemand das Produkt gekauft hat, und kannst dadurch noch mehr Umsatz generieren. Und du hast die E-Mail-Adresse gesammelt. Das heißt, du kannst denen auch noch im nächsten Schritt andere Angebote machen. Und so hast du eben diese Möglichkeit, über diese Shops auch langfristig sehr viel Umsatz zu generieren. Und wir haben beispielsweise im ersten Monat mehrere tausend Kunden generiert. Mehrere tausend Kunden generiert mit günstigen Produkten, wo der durchschnittliche Warenkorb, ich glaube, bei 7 oder 8 Euro lag. Und da siehst du schon, es geht wirklich um günstige Produkte, die sich selbst erklären. Aber weil sie sich so selbst erklären, hast du eben auch den Vorteil, dass sie sich leicht verkaufen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du sehr viel Geld machen kannst. Die eine Möglichkeit ist, wirklich sehr teure Sachen nicht so oft zu verkaufen oder sehr günstige Sachen sehr, sehr häufig. Und bei sehr teuren Sachen hast du immer sehr viel Erklärungsbedarf. Bei Videokursen zum Beispiel, da musst du erklären, warum sollte sich der Kunde diesen Videokurs kaufen, für wen ist dieser Videokurs der richtige, warum ist das ein ehrliches Angebot und kein Quatsch, was du machst. Und bei einem simplen Produkt, einem physischen Produkt, wie zum Beispiel einer Jacke oder einer Lampe, da musst du nicht viel dazu erklären, da sagst du einfach, das ist eine Lampe. So, und dann können sich die Leute selber entscheiden, ob sie die Lampe schön finden oder nicht. Und dann werden die Leute kaufen oder nicht. Und deswegen musst du nicht erst jahrelang Verkaufstexte lernen. Und das ist auch das Nummer 1 Ding, was bei Infoprodukten die Problematik ist, dass Menschen eben nicht verstehen, wie wichtig Verkaufstexte sind und sagen, ja, ich schreibe ein bisschen Verkaufstexte und dann klappt das schon. Aber es klappt nicht. Das eine Kernelement im Online-Marketing sind die Verkaufstexte, das Copywriting. Und wenn du das kannst, kannst du alles verkaufen. Wenn du das nicht kannst, kannst du noch so viel machen, du wirst nicht verkaufen. Und deswegen ist es eben so interessant, Dropshipping zu machen, gerade auch um einzusteigen. Nicht jeder, der mit Dropshipping anfängt, wird mit Dropshipping erfolgreich werden. Letztes Jahr zum Beispiel, als es diese sehr intensive Amazon-Welle gab, hat auch nicht jeder, der mit Amazon angefangen hat, dann am Ende mit Amazon große Umsätze gemacht. Aber beim Dropshipping ist es eben das Spannende, dass du wenig Geld vorschießt, weil du die Produkte ja nicht erst kaufen und zwischenlagern musst, sondern weil du die Produkte einfach erst dann bestellst, wenn sie jemand bei dir gekauft hat. Und wenn du Werbeanzeigen schaltest, zum Beispiel für 25 Euro am Tag, dann ist es ja nicht so, dass die 25 Euro weg sind, sondern im Normalfall hast du schon mindestens so 25 Euro an Umsatz oder sogar Gewinn generiert, die durch die Werbeanzeigen wieder reinkommen, weil es so einfach ist, etwas zu verkaufen. Und der Schwierigkeitsgrad, der ist eben zwar sehr niedrig, aber der definiert sich vor allem dadurch, dass da immer noch gegeben ist, dass du herausfinden musst, welche Produkte funktionieren für welche Zielgruppe, und dann skalierst du das Ganze hoch. Und da gibt es auch noch einige andere Problematiken, wie zum Beispiel den Payment Provider, den mussten wir erst einmal lösen, weil wenn du Produkte verkaufst, die nur 7 Euro kosten, dann hast du natürlich das Problem, wenn du zum Beispiel über Digistore verkaufst, dass du 1 Euro an Digistore abgeben musst plus 7,9%. Das ist unglaublich viel Geld und damit killst du deine Marge. Und das gilt aber auch für zum Beispiel Affilicon oder andere Anbieter. Deswegen mussten wir erst einmal Anbieter finden, mit denen wir das besser lösen können. Und wir haben einige Anbieter gefunden, die ziemlich golden sind. Und ich möchte dir diese Anbieter auch, mit denen du das schaffst, eben ohne viele Kosten beim Verkauf das Ganze zu regeln, möchte ich dir auch in einem Gratis-Coaching auch erklären und näher bringen. Und das Gratis-Coaching bekommst du, wenn du diese 187 Produkte holst. Und diese 187 Produkte auf der nächsten Seite bekommst du von mir nochmal ein kleines Video, wo das erklärt ist, auch was genau Dropshipping ist. Und dort kannst du dich auch für ein Gratis-Coaching mit mir und meinem Team melden. Und da werden wir dich auch beraten, ob Dropshipping überhaupt das Richtige für dich ist, ob du die richtigen Voraussetzungen hast. Und wenn du das möchtest, unterstützen wir dich auch. Wir werden dir auch ein Angebot machen, wenn du das möchtest. Kurzum, Dropshipping zusammengefasst. Du hast keine eigenen Produkte, du musst nichts selber anfassen oder verschicken. Und das Einzige, was du machen brauchst, ist, die richtigen Werbeanzeigen zu schalten auf die richtigen Produkte. Und dann werden die von China zu deinen Kunden geschickt, automatisiert. Das ist, wohlgemerkt nochmal, nicht einfach so, sondern du musst es immer noch lernen. Es ist immer noch etwas, was Wochen oder Monate dauert, bis du es wirklich aufgebaut hast. Aber wenn du es ernst meinst mit Online-Marketing, wenn du sagst, ich möchte mir ein Nebeneinkommen aufbauen, bei dem ich jeden Monat 1.000 oder vielleicht sogar 10.000 oder sogar 50.000 Euro Umsatz mache, dann ist das Einfachste, was du machen kannst, Dropshipping. Ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt 500 Fragen habt zum Thema Dropshipping und mir die auch alle in die Kommentare stellt. Deswegen lasst mir mal einen Daumen hoch da, wenn ihr möchtet, dass ich euch solche Geschäftsmodelle vorstelle und dass ich euch dann zum Beispiel sowas wie diese 187 Produkte, mit denen man Dropshipping machen kann, zur Verfügung stelle. Schreibt mir das in die Kommentare, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr das Thema interessant findet, und
Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also bitte abonniert diesen Kanal und klickt auf die kleine Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn es ein neues Video gibt, sondern das mitbekommt jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Also, Dropshipping, cool oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Fragen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich gehe die alle selber durch, ich gucke mir die alle selber an und holt euch die 187 profitablen Produkte und macht euch selber ein Bild davon, ob ihr Dropshipping machen wollt oder nicht. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.